Ja, hallo aus Quickborn, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company. Ja, und es ist wirklich schweißtreibend und darum brauche ich heute dringend etwas Kühles. Und ja, da habe ich mir hier diese netten Schneemänner ausgesucht aus dem Set Frostige Grüße. Und ja, daraus entsteht noch ein bisschen mehr. Eine Kleinigkeit, ich glaube, das passt gerade für diese Temperaturen und ich zeige dir mal, was ich heute noch vorhabe. So, zu diesem Stempelset gibt es auch eine Stanze, mit der du dann diesen Schneemann und hier die Arme und sowas ausstanzen kannst, den Hut auch. Das habe ich hier mal gemacht, so als kleine als Lesezeichen zum Beispiel. Das hier ist eher das Lesezeichen, was du in ein Buch geben kannst, aber das ist hier so für die Akten, mal für ein Kollegen einen kühlen Gruß und wenn man jetzt an Schnee denkt, oh, obwohl ich den nicht so gerne mag, aber ja, tut gut. Okay, und heute will ich noch eine kleine Verpackung machen und zwar hier so eine frostige mit so einem durchsichtigen Bauch. Dazu benötige ich natürlich Flüsterweiß und zwar in 10,1 mal 12,2. So, und das Ganze wird jetzt gefalzt und zwar die 12,2, mit denen starte ich. Und zwar, ich falze auf 4 cm, 5,6, 9,6, 11,2. Und da das Ganze 12,2 ist, bleibt noch 1 cm über. So, dann drehe ich das Ganze. Also das ist hier die Breite der Verpackung. So, das erste, die 4 cm, ist die Breite. Dann natürlich die Tiefe und ja, dann irgendwo die Höhe. Okay, also jetzt legen wir das auf die 10,1 cm und ich falze jetzt 1 cm für den Boden. So, dann habe ich eine Höhe von 6,5 cm, also muss ich jetzt auf 7,5, auf 9,1. Da brauche ich ja noch mal die Tiefe. Und ich habe 10,1, also es bleibt wieder 1 cm über. So, ich falze das. So, für den Schneemann habe ich hier schon mal aufgestempelt und den kann ich jetzt ganz simpel ausstanzen. Es ist ja eine Elementstanze, das heißt, du stanzt immer die Arme und diesen Hut mit aus. Wenn du das nicht möchtest, schneidest du dir einen Streifen, der in etwa dem Stempelabdruck entspricht. Und jetzt kannst du das Ganze ausstanzen. Genau. Wenn du das alles auf einmal ausstanzen möchtest, also das heißt, du möchtest dir das hier auch so aufstempeln, dann kannst du dir eine Schablone daraus machen und brauchst dann die Teile immer nur reinzulegen und kannst das zum Beispiel ganz toll mit unserem Stamperatus machen. Wie das geht, habe ich schon mal gezeigt. Okay, jetzt habe ich hier den Schneemann ausgestanzt. Den könnte man jetzt hier einfach draufkleben. Ich möchte ja aber, dass hier der Bauch durchsichtig ist. Und du kannst jetzt auch deinen Schneemann auf das Teil gleich draufstempeln. Ich werde das nicht machen. Ich schneide mir hier das Ganze ab. So. Und werde dann nur das draufkleben. Ja, jetzt kommt meine Stanzmaschine. So, wir haben nicht so eine ganz kleine Stanze, die jetzt genau dem entspricht, aber ich habe geguckt, was passt gut. Also aus unseren lagenweise Kreise, die kleinste oder auch hier die mit den Zacken, die würde auch gehen. Ich nehme jetzt mal das normale Runde und ich nehme diese Seite, weil wenn ich diese nehme,
Das hier ist ja der Klebestreifen, dann könnte man den dadurch sehen. Also nehme ich die Seite und da ich ja mit dem Teil überall stanzen kann, ist das ja auch gar kein Problem. Also relativ weit unten und möglichst mittig. Und ja, schon hast du den Bauch frei. Der ist jetzt ein bisschen größer als der normale, aber das macht ja überhaupt nichts. Falls du noch unsere alte 1-Inch-Stanze hast, die ist super. Also die passt von der Größe sehr, sehr gut. Dann nimmst du die und kannst damit auch ganz, ganz toll stanzen. Okay, jetzt geht's weiter. Also unten, das ist ja hier der Boden. Und ich kann jetzt also einmal hier hinten an der Klebelasche das Stück wegschneiden und hier oben, das kann ich auch schon mal wegschneiden. So, hier unten schneide ich jetzt alles ein. So, und das ist ja hier vorne. Also das brauche ich auch nicht, das kann auch weg. So, so sieht das schon mal aus. Das sind ja hier die Seitenteile, also diese hier. Da kann jetzt das obere auch weg. Das kann ich hier schon mal einschneiden. Und da kann auch das obere weg. So, und das ist das Teil zum Verschließen. So, bei den Seitenteilen schräge ich das so ein bisschen an, sonst stört das mit dem Verschluss. So, und den Verschluss, den schräge ich auch ganz leicht an, also nicht zu doll, dann geht er dir immer wieder auf. Also so ein bisschen. So, jetzt müsste alles fertig sein. Das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt nehme ich mir noch unseren schwarzen Marker und fahre den Kreis jetzt noch mal in Schwarz ab, und zwar lege ich den auch ruhig so ein bisschen flach, damit es ein bisschen ja erstmal ungleichmäßiger und ein bisschen dicker wird. So sieht das Ganze aus, und jetzt kann ich das schon mal zusammenkleben. Also Kleber hier drauf. So, dann kannst du auch den Boden schon kleben, also die Seitenlaschen ein und das einfach da drüber. So, jetzt wird einfach hier das Oberteil aufgeklebt. Vorher nehme ich mir hier noch meine kleinen Arme und klebe sie dahinter. So, und jetzt brauche ich also nur noch den Hut. Der kann also ruhig ein bisschen hoch stehen, das macht also gar nichts. Den klebe ich da auch drauf. Ja, und schon kannst du das Teil reinschieben. Und ich habe mir hier noch die Knöpfe hier, hätte ich fast gesagt, die Kohle von dem Stempelabdruck ausgestanzt und habe die noch mit da drauf geklebt. Fand ich ganz witzig. So, einfach verschließen. Einen kleinen Gruß dazu. Hier habe ich also nochmal frostige Grüße. Das ist hier auch aus dem Stempelset. Man kann es aber natürlich auch super für Weihnachten verwenden, aber auch ganz simpel noch den ganzen Winter über. Und ja, so hat man immer ein bisschen Spaß und ja, vielleicht jetzt im Sommer ein bisschen Kühle. Das war es wirklich auf die Schnelle hier, ganz zack, zack. Mehr können wir, glaube ich, bei dem Wetter auch nicht. Und die Maße schreibe ich nochmal in den Blogbeitrag. Ja, und ich wünsche dir ein kühles Plätzchen und sag Tschüss aus Quickborn.